bist du auf Sendung? Also erstmal begrüße ich Sie zum neuen Jahr. 4 Grad minus, es ist richtig kalt. Mir macht das richtig viel aus, aber hier, der Schwarzbunten neben mir, der macht das überhaupt nichts aus. Und da kommen wir natürlich gleich auch noch zu dem Namen. Das ist Paul. Paul ist circa ein Jahr alt und der interessante Mischling aus Schäferhund, Schnauzer, Dalmatiner und Husky kommt aus gutem Hause. Damit soll gesagt sein, der Paul musste hier ins Tierheim aus einem Grund umziehen. Sein Herrchen musste sich beruflich verändern, in eine große Stadt ziehen, in eine sehr kleine Wohnung und wollte das dem Paul nicht zumuten. Da liefen wirklich viele Tränen. Paul ist hier seit ungefähr 2 Monaten und er hat die Tierpfleger ins Herz geschlossen. Fremden gegenüber ist er sehr scheu. Wie Sie schon merken, er will unbedingt zurück. Aber wer sich für ihn interessiert, dem sei Folgendes mit auf den Weg gegeben. Paul, komm mal her, mein Kleiner. Wenn der Paul seine Ohren nach hinten anlegt, dann hat er richtig Schiss, dann ist er unsicher. Und wenn man ihn dann streichelt und ihm die Möglichkeit gibt, dass er sich kurz beruhigen kann, dann gehen die Ohren auch wieder nach oben. Er ist unsicher, was bedeutet. Er ist ein bisschen geräuschempfindlich. Er hat sich hier noch nicht wirklich eingelebt. Er trauert um sein Herrchen, natürlich. Und er geht relativ gut an der Leine. Nichtsdestotrotz hat er vor fremden Menschen Angst. Und das heißt, er möchte dann schon mal gerne ganz kurz Reis aufnehmen. Er braucht einen sehr sicheren und sehr erfahrenen Hundehalter, der mit ihm sehr sanft trainiert. Denn er ist im Rüpelalter, er ist ein Jahr, die Geschlechtsreife, ne? Auch schon viel gefunden, er hebt also schon das Bein. Ja? Und aber das ist einer, der ein richtig toller Fundskerl werden kann, ne? Mit dem man durch alle Lebenslagen gehen kann. Und er muss natürlich wachsen, Vertrauen muss wachsen. Was ist noch zu dir zu sagen, du kleiner Kerl? Hm? Du Schwarzbunter? Er mag Katzen, er fährt, soweit ich weiß, gerne im Auto mit. Er bleibt 4 Stunden allein zu Hause, also wenn Sie mal abends irgendwo hingehen wollen, dann bleibt er gern zu Hause. Eines ist ganz, ganz wichtig. Der Paul, und das muss ich hier nochmal unterstreichen, das haben die Tierpfleger gesagt, der sucht wirklich jemanden, auf den er sich verlassen kann, der ihn nicht wieder ins Tierheim bringt oder weitervermittelt, der ihm eine Chance gibt, sich in der Gesellschaft gut einzugliedern und ihn sanft und souverän erzieht. Kommen Sie vorbei.